Der Damage! Hallihallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir spielen heute, wie so ziemlich jeder auf YouTube, wie ist das Ding? Gunfire Reborn. Ich habe schon ein bisschen reingespielt, ich mag das Spiel sehr gerne, es fühlt sich sehr smooth an, 144 Frames. Und entsprechend habe ich, was ihr seht mir hier gar nicht, schon ein bisschen freigeschaltet. Ich kann zum Beispiel hier die Kiste öffnen und jede mögliche Waffe drin haben. Wie zum Beispiel Scorching Rounds oder Justice. Ich habe auch schon den zweiten Boss gelegt, das ist das Weiteste, wie ich gekommen bin. Einmal habe ich den zweiten Boss geschafft. Die Scorching Rounds sind, glaube ich, von Anfang ganz nett. Hier ist schön ein Aim-Fooder und dann geht's los. Der Anfang ist sehr, sehr entspannt. Und es gibt natürlich schon viele Sachen hier in den... In dem Zeug, was hier rumliegt, findet man Munition. Bumm, bumm. Das kann man aufschießen. Dann findet man dort ein kleines Trial dahinter, was hoffentlich neue Loot gibt. Wir spielen hier übrigens auch schon den zweiten Helden. Nicht den ersten Helden. Ich weiß noch nicht, welchen Helden ich lieber mag. Wir spielen den Wuffy. Oh. Boah, das würde bedeuten, ich muss hart auf Lucky Shots gehen. Am Anfang kann ich das behalten. Wenn ich nach dem ersten Boss da, oder vor dem ersten Boss noch nichts für Lucky Shots habe oder keine gute Lucky Shot Waffe, dann werde ich das, glaube ich, nicht weiter benutzen. Meine Fähigkeiten hier sind, ich kann eine Granate werfen auf Q, ich kann shiften zum Ausweichen, das geht auch nach hinten und zur Seite. Und ich kann, wenn ich zwei Waffen habe, so einen Gun-Circle-Modus machen. Wer Borderlands 2 gespielt hat, der weiß, was es ist, da kann ich beide Waffen parallel abfeuern. Was natürlich meinen Damage ordentlich erhöht. Alternate between Yin State and Yang State, every 12 seconds. Yin State minus 20 Damage taken and the Yang State plus 50 Damage. Oh. Nice. So, jetzt kann ich hier meinen... Problem im nächsten Raum machen. Mein Dual Weapon machen oder also bei dem. Jetzt habe ich hier nämlich beide Waffen. Und wie gesagt, entsprechend, wenn ich auf die 3 gehe, auf die Standardwaffe, hat jeder immer permanent, dann beende ich den State wieder, weil mit der kann man das nicht machen. So, ich habe am Ende von jedem Level kriegt man so ein kleines aus 3 unterschiedlichen Optionen. Das sind alle Optionen, die es gibt. Und manche haben hier 3 Level. Gibt mir immer 3 Optionen aus den ganzen. Und das jetzt zum Beispiel, ich kann länger überleben. Ganz nett. Lucky Shot Chance bei Dual Wielding. Ja, das sollten wir vielleicht mal machen, wenn wir hier jetzt Lucky Shots kriegen, wa? Gehen wir mal auf die Lucky Shot Chance. Wir haben ja schon 20% extra Damage, wenn wir Lucky Shots machen. Hier gibt es neue Gegnertypen. Fiese, fiese Bombenwerfer. AKA genauso wie ich. Hier, Bombe ins Gesicht. Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Verteidigungstypen. Zum Beispiel das Schild hier, da wäre eigentlich eine Elektrowaffe stärker. Sobald das weg ist, ist meine Feuerwaffe stärker. Weil die gegen bloße Haut sehr gut ist. Während hingegen das hier, was ich hier habe, das macht Corrosion Damage. Hier steht es auch, macht extra Damage gegen Armor. Das ist diese gelbe Balken, die Gegner manchmal haben. Aber nur manchmal. Deswegen ist ein bisschen Taktik, Setup. Und wie ihr seht, kann mein Ninja-Stern da, das ist ein Gegner, der weak dagegen ist, mehrfach treffen. Hier haben wir noch einen Sniper, die auch Feuer-Damage macht. Ich glaube, habe ich hier irgendwas? Damage against enemy burning effect. Damage against enemy with burning effect, when scope is off, accuracy, when scope... Das sieht echt sehr nice aus. Es gibt unterschiedliche Ammo-Typen, ihr seht es rechts unten. Ich habe jetzt eine für die blaue Ammo, das ist glaube ich schwere. Und ich habe eine für die Special Ammo, das ist hier die Sniper oder Raketenwerfer. Und dann gibt es noch grüne, das sind meistens sehr schnell schießen Sachen, so ein bisschen wie Uzi-Style. In der Richtung. Das ist doch immer der Last Shot. Moment, ich sollte es nehmen. Weil der Last Shot im Magazin ist bei dem Messer hier immer. Weil der hat nur einen Shot im Magazin. Also das Magazin ist 1 groß, wie ihr rechts unten seht. Hier, wenn ich das schieße, geht es kurz auf 0 und dann wird nachgeladen. Also sollten wir das, würde ich mal behaupten, nehmen. Wenn wir damit spielen.
Enemy explodieren, Gegner explodieren, nachdem sie besiegt wurden. Au. Wo sind sie denn, die Jäger noch alle? Ich sehe hier niemanden. Das ist übrigens eine besondere Chest. Nehmen wir das erste. Das heißt, wir wurden jetzt verflucht. Wenn wir nachladen, kann es sein, dass wir doppelt so viel Ammo verbrauchen zum Nachladen. Und kriegen dafür... Wir kriegen weniger Fallenschaden und sind immun... Oh, hier sind die Gegner. Sind immun gegen... geht mal weg. Sind immun gegen Slows. Was ziemlich nice ist, in der dritten Stage spätestens. Weil dann haben wir so komische Fischgegner, die habe ich schon gesehen. Die einen ziemlich ekelhaft slowen. Ziemlich häufig. Es haut ordentlich rein. Oh, oh. Machen wir mal hier das Dual-Wielding. Muss halt immer klicken, weil die beiden Waffen keine Autowaffen sind. Können wir hier eher beenden. Perfekt, das haben wir hier. Get one random ammo for every 1 meter traveled. Das ist ziemlich nice. Ihr werdet gleich sehen, wenn ich hier rumlaufe, dass rechts einfach Ammo aufploppt. So kann man einfach seine Ammo wieder voll machen. Einfach durch rumlaufen dann. Was haben wir hier? Raketenwerfer. Reload Speed, Explosive, every lucky shot chance. Er hat auch lucky shot chance. Ups, da habe ich ein Bild gemacht. Ich fettfingere immer, seitdem ich das auf das Circumflex gelegt habe. Der hat keine lucky shot chance. Also würde ich mal sagen, wir nehmen hier mal den Raketenwerfer mit. Mit Lucky Shot Chance. Wir wechseln ihn mal kurz aus. Das hat hier 2 liegt, so mag ich es lieber. Hier kriegen wir noch unser Belohn, unser Level Up. For the last shot in the magazine. Hier haben wir das direkt nochmal. Grenade und wir können, haben eine Chance, keine Granaten zu verbrauchen, wir Granaten werfen. Ich glaube, aktuell profitieren nämlich beide davon, weil die immer den letzten Schuss im Magazin haben. Kommen sie doch jetzt runter. Huch. Ausweichen ist übrigens super wichtig in dem Spiel. Und die Dinge hier heilen, das sind glaube ich so Reiskuchen, sollen das glaube ich sein. Hier gibt's Elektro-Damage. Elektro-Damage bräuchte ich jetzt schon ein bisschen. Dann werden wir doch mal die Raketen einfach nochmal austauschen, die wir uns gerade gekauft haben, dummerweise. Und wir müssten mal hier das Ding verstärken. Das hat nur plus 1, das heißt der Weapon-Damage ist ein bisschen niedrig. Können wir kurz zeigen hier, was Elektro-Damage macht. Und das ist schon weg. Das ist sehr, sehr angenehm. Und die reloadet sich auch automatisch. Also nicht wundern. Dass ich da einfach durchschießen kann durch das Schild ist ziemlich nice mit dem... Mit dem Kunai. Ich muss treffen. Oh Gott. Lassen Sie mich doch in Ruhe. Oh, du bist nicht gestorben. Och, come on. Du Ausweichmaster. Der hatte sich es auch verdient zu leben. So, was haben wir hier? Cavalry. Das ist ein normales. Oh, der hat eine besondere Inskription. Ihr seht gerade schon die gelbe Einschriftung. Das ist ziemlich nice. Der schießt immer 2 extra Projektile, aber verbraucht auch doppelt so schnell Ammo. So, jetzt geht's zum Boss. Los geht's. Ene mene mu. Ich könnte jetzt hier das hochcraften, damit es mehr Damage kriegt. Oder ich kann mir hier auf der Seite Sachen kaufen. Your shields does recharge when you kill an enemy or destroy an item. Das ist ganz nett, weil dann muss ich die 2-3 Sekunden nicht abwarten. Ist aber nicht wahnsinnig notwendig. Aber ich glaube, ich muss das Geld eher hier rein pumpen. Wenn ich das Ding kaufen wollen würde. Dann ja wahrscheinlich für die, obwohl die auch schon ein geiles Inscription hat. Nee. Wir pumpen mal hier den Damage hoch. Und auf geht's zum ersten Boss. Mal sehen, ob wir genug schnell genug Damage machen können. Wir haben leider keine Elektrowaffe, weil der sehr viel über
Schild kommt. Oh, wir machen richtig viel Damage an dem. Was war denn das für ein Lilanzahn? LOL! Wir machen den einfach. Der ist nicht wieder runtergekommen. The fuck! So schnell habe ich ja nie gemacht. Nicht einmal in meinem Leben. So schnell habe ich wirklich noch nie gemacht, dass er nicht mal aus dem ersten Stage richtig rausgekommen ist. extra Damage? Nee. Reduce Damage. After Spawning Weapons, Damage und Explosive Damage. Wenn wir Waffen wechseln. Wir müssen aber nicht Waffen wechseln. Ich würde ja die Zeit für Dual Wielding erhöhen. Wir haben bis jetzt das. Weapon Damage for the Last Shot in the Magazine. Das scheint extrem zu pushen. Und Lucky Shot Chance. Ich glaube, wir hatten Doppel Lucky Shots oder sowas. Das waren lila Zahlen. Dual Wielding it is. Aber wir machen mal direkt die nächste Stage. Hier haben wir jetzt nämlich solche Viecher, die fiese zielsuchende Raketen haben. Und komische Frosch-Schamanen. Oh, nun, den haben wir auch noch gleich. Der ist ein Flammenwerfer-Dude. Ich weiß nicht, warum ich lila Sachen krieg. I don't get it, aber I take it. Und wir haben übrigens von dieser Standardwaffe hier unendlich Muni. Da hat sie ihn zerrissen. So eine Schrotflinte, eine ganz nice. Oh nö, warum gibt es denn hier zwei davon? Das Vieh ist, die machen richtig nämlich Aua im Nahkampf. Und das Vieh erst recht. Puh. Da habe ich nämlich gar nicht so viel Leben verloren. Uiuiuiui, jetzt wird es langsam anstrengend mit dem Damage. Jawohl. Oh, und da können wir unseren Damage verbessern sogar noch. Das ist nämlich der Craftsman, der kann Waffen verbessern. Beziehungsweise kann er sie später Reforge McGemini einschreiben. Der hat, das ist nur Cavalry plus 2. Das könnten wir verbessern. Mehr Damage. Und für 400, wo uns nur 9 fehlen, können wir sogar noch mehr verbessern. Aber ich glaube, die kriegen wir jetzt nicht mehr. Ich glaube 400, wir können das sogar noch einmal verbessern. Wir haben hier sogar noch Geld bekommen, das waren 64. Mehr Damage, Explosive AOE, Grenade Capacity. Immer noch mehr Überleben. Für unsere Dual Wield Option. Und dann verbessern wir den einfach nochmal. Ja. Enhance Weapon. Dann haben wir die ins plus 4. Ich meine, Geld bringt uns nichts. Da ist ja eine Challenge drin. Hier außen haben sogar ein Törtchen liegen, für den Fall, dass wir irgendwie Damage kriegen in der Challenge. Sehr schön. Ach nee, nicht die Challenge. Ich hasse die. Wo ist denn das Vieh hin? Hä? Eigentlich ist er noch ein Gegner normalerweise. Wir müssen jetzt hier nämlich eine Jump-Challenge machen. Was ein bisschen Timing erfordert. Na? Nee! Ich hab's verkackt. Oh, ich war so nah dran. Ich hab's verkackt. Ich bin einfach nicht gesprungen. Och, fall doch nicht nochmal runter. Also an den Kanten ist das Spiel manchmal ein bisschen merkwürdig. Dadurch geht die Kiste hinzu. Weil wir es nicht geschafft haben in Time. Wir hätten nämlich einfach so drüber springen können, weil wir den reduzierten Schaden durchfallen haben. Ich probiere das mal kurz. Aber er springt nicht nochmal direkt. Ich habe jetzt gerade nochmal gedrückt. Er springt einfach nicht direkt. Ich sollte, glaube ich, das einnehmen. So, hopp.
Hopp. Hopp. Und wir müssen hier hinspringen. So, jetzt hätten wir die gekriegt, wenn wir die Challenge geschafft hätten, wenn wir in der Zeit rübergekommen wären. Aber wir kriegen hier zumindest noch diese Kiste. Die steht hier übrigens immer. Also, falls ihr die Challenge habt. Elemental Damage. But Heroes can... Ich glaube, mit Elemental machen wir eh nicht viel, wa? Das ist nicht so... Da hat es geruckelt bei mir. Das ist nicht so wild. Oh, die Stage. Die Stage ist auch... Meh. Also ich sollte auf jeden Fall mein Dingensbummens ersetzen. Ein Kunai. Das macht aber viel zu wenig Damage. Im Gegensatz zu dem hier. Der so viel mehr Schaden. Oh, unser Schild ist low. Moment. Huch. Immer schön verstecken. Huch. Mal weg. Oh oh. Uiuiui, der hat immer seinen Weak Spot auf dem Rücken. Was ein bisschen ein Problem ist. Für mich gefühlt. Challenge complete. Oh, das war schnell. Normalerweise kommen hier so 5 Wellen. Und die knallen auch ordentlich rein. Übrigens können wir nicht zurück, wenn wir hier durchgelaufen sind. Das geht zu. Und man schaltet Sachen frei durch Challenges. Dieses Vieh da hinten, ne? Die sind so genau. Die haben mich schon ordentlich aus dem Leben geknüppelt in vergangenen Runden. So, was haben wir jetzt hier bekommen? Ich kann weiterschießen, wenn mein Magazin leer ist, aber ich kriege davon Damage von jedem Schaden. Oh, und das zählt auch für Vollauto. Ich muss es wirklich per Hand nachladen jetzt. Um keinen Schaden zu bekommen, wenn ich ein leeres Magazin habe. Huh. I don't know, ob ich das möchte. Das Level Up sozusagen. Der Golden Goblet. Dual Wielding Weapon Damage. Wir haben doppelt so viel Damage bei Dual Wielding. Das hört sich eigentlich ziemlich nice an, oder? Oder wir halten mehr aus, weil Dual Wielding. Ich bin für Weapon Damage bei Dual Wielding. Complete this stage within the time. Ganz ruhig, ganz entspannt. Hopp, hopp, hopp. Hier brauchen wir den Jump wieder. Jetzt bloß nicht verkacken. Ich weiß nicht so richtig, wie ich den Sprung hier machen soll. Ob ich irgendwas verpasse? Weil da komme ich manchmal nicht richtig hin. Ah, ich muss etwas spät nach vorne dashen. Okay. So, bei denen haben wir nämlich eine Auswahl, was wir kriegen. Unser erster Kauf ist beim Händler ist immer for free. Würde ja das nehmen. Aber es geht zur nächsten Stage. Vielleicht sehen wir den zweiten Boss direkt noch, wenn ich bis dahin durchkomme. So, wir gucken uns mal kurz ein bisschen um. Oh, da kann man ein bisschen rein sneaken. Alter, wow. Das ist ein Sniper am Werk. Au! Und der tut richtig weh. Wie ich gerade mitbekommen habe, den sollte man auf jeden Fall ausweichen. Der hat mir irgendwie gerade mein Schild und noch was vom HP abgezogen, glaube ich. Also jetzt wird es langsam eklig, was den Damage der Gegner angeht. Aber ich one-shotte sie gerade sehr gut. Oh. Ich mag den dummweise Injustice nicht. Oh Gott. Aber ihr seht, was ich meine, mit hier ist die Range ein bisschen wichtiger, weil der schießt echt nicht weit. Komm schon, bleiben wir stehen. Das ist ein Triple Shot. Ah, ich kann ja gar keinen Elemental-Effekt mehr machen, ne?
Ja, wieder mein Schild durch. Oh Gott. Kommen Sie her, Mister. Sie Snipermeister. Das läuft so, so semi-gut. Oh, Leben. Die gibt es auch da drin. Habe ich bis jetzt noch nicht bewusst wahrgenommen, dass es da drin Leben gibt, aber das ist natürlich sehr gut. Was man hier ein bisschen beachten muss, man kann hier diese Strafe-Jumps und sowas sehr gut machen. Das ist fürs Movement ziemlich wichtig. Und wir können uns eine legendäre Scroll kaufen. Für null. Die jetzt aber gar nichts viel bringt, oder? Weil wir haben doch hier diese Scroll, die uns dazu bringt, dass wir gar nichts machen. Hier, Elemental Damage, but Heroes cannot trigger Elemental. Ich glaube, das ist eine doofe Scroll. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie wirklich viel Damage mehr macht. Und wir nehmen hier den verstärkten Elemental mit und dann slowt das ja auch wieder. DK ist nämlich ein krasser Slow. Ja, fühlt sich viel besser an. Das ist das, was ich meine. Ich habe nicht das Gefühl, dass es die 50% wirklich gut funktioniert. Also es ist verbuggt, eins von beiden. Und dadurch ist es irgendwie nicht wert, das zu nehmen. Immun? Der ist einfach immun gegen mein DK. Granaten finde ich tonnenweise, aber ich spiele gar nicht so auf meine Granaten von dem guten Mann aktuell. Ich weiß nicht, irgendwie das Gefühl, durch den Lucky Shot Bonus. Ha! Oh nö. Da sind viele Sniper. Können wir unten den Snipern fighten, Leute? Das wäre cool für mich. Ich kann mich nämlich deutlich schlechter treffen, wenn man direkt unter den stehen. Huch! Und ihr blöden Aua-Piraten! Jetzt rennt er halt weg, ne? Oh nö. Wie viele gibt's denn davon inzwischen? Oder laufen die einfach durch die Gegend? Könnt ihr mal so stehen bleiben, wo ich euch vermute? Finally. Oh, lololololo. With a crit, Band and Tactical. Obwohl, nicht, falls ihr das Spiel spielen solltet und das zum ersten Mal spielt, ihr kriegt tonnenweise Fraschen. Das Dual-Wielding? Das ist schon my Jam. Das slowt mich ein bisschen. Je nachdem, hier ist übrigens so eine Tauschkiste. Perfect this. For every 5 shots, the next shot deals 15 extra damage. The shot count is reset when reloading. Das ist eine Normal. Ich könnte aber 66 noch mehr geben. Das ist auch Quatsch für mich. Das bringt was. Jetzt heilen mich diese kleinen Reisküchlein. Heilen mich. Heilen mich jetzt immer auf Voll HP. Und wenn ich jetzt Crits mache, ist mir Shield und Armor egal. Und da die Gegner, die Shield oder Armor haben, sehr, sehr wenig HP haben, ist es richtig gut. Sonst gibt's auf die Fresse. Dune lässt grüßen. Der Damage! Wenn ich ihn ins Fresse schieße. Komm schon, guck mich nochmal an. Easy! Das ist retarded. Habt ihr oben den Balken gesehen, wenn ich ihm in die Fresse schieße? Lucky Shot Chance for 2% of using Dash.
Jetzt kommen die Gemini-Verzauberungen dazu. Das heißt, wenn Abwaffe 1 und 2 die gleiche Verzauberung haben, wird das aktiviert, ansonsten nicht. Und ich weiß nicht, was diese Gemini-Verzauberung genau aussagt. Ich verstehe es nicht. Waffe 1 und 2 Magazinkapazität wird zur Summe von beiden Magazinkapazitäten und Reload Speed wird plus 30%. Der andere Gemini-Verzauberung, der hat. Die kriegen beide den gleichen Crit-Bonus, aber haben weniger Stabilität. Das heißt, die verziehen, glaube ich, mehr. Jetzt können wir hier das Level-Up machen. Weapon Swaps bringt uns mehr Damage. Duel with First 5 Shots, die Double Damage. Ich denke, wir sollten weniger Damage kriegen, während wir Duel wielden. Dann halten wir wieder ein bisschen mehr aus. Und ich weiß nicht, ob ich den Burning Damage jetzt brauche. Auf jeden Fall ist nicht so viel Armor im nächsten Gebiet, wenn ich mich richtig erinnere. Ach doch, ein bisschen Armor ist schon im nächsten Gebiet. Double the Elemental Effect. When trigger Elemental Effect spread it to all enemies within. Der kann viel schocken, der Junge. Aber ich habe das Gefühl, diese Projektile plus 2 Verzauberung sind einfach zu stark. Und ich will nicht 2 Light Ammo Waffen haben. Ich könnte aber hier auf. Wir gehen auf Scorching Rounds. Den hatten wir ganz am Anfang. Wir gehen dann zurück. Und Crit Hit. Shock Projectiles plus 0,2. Hier haben wir jetzt 300% Crit für den ersten Schuss nach dem Reload. Kriegen mehr Projektile für Gegner, die wir gekillt haben, mit Reload Reset und haben eine höhere Magazinkapazität. Na dann, das ist doch mal ein Run, den ich hier euch gut zeigen kann. Ich hätte gar nicht gedacht, dass so ein Ding drauf ist. Achso, stimmt, wir kriegen auch ständig Ammo. Immer rumlaufen, das habe ich komplett vergessen, dass wir das am Anfang aufgenommen haben. Ja, Bereich 3, wa? Das ist jetzt so ein bisschen asiatischer Regenwald, würde ich sagen. Der hat geknüppelt. Schießt man nicht durch Wände, Junge. Also sie ist jetzt so ein bisschen Fischgedöns. Das sind echt viele davon. Meine Fresse. Der macht irgendwelche Kugeln, die uns, glaube ich, ziemlich lange verfolgen. Achso, wir haben ja gar kein Armor-Problem mehr. Ha, komplett vergessen. Dass wir ja, wenn wir kritten, an den Sachen vorbeischießen, an der Armor. Das ist natürlich mega nice, an Feuer zu schießen, an Schild. Um den nächsten zu triggern. Und wie ihr seht, wir sind gerade im weniger Damage-Modus mit dem Yang. Ich hatte gewundert, warum wir so wenig Damage machen, aber. Aua! Jetzt sind wir wieder im mehr Damage-Modus. Ach, du bist da wieder oben. Oh, du und deine komischen fliegenden Bubbles, ey. Die haben mich schon ein paar Mal erwischt, diese komischen fliegenden Bubbles. Da hinten ist das Geheimnis. Da war ich noch nie. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Geheimnis-Ding hier getroffen. Oh, aber. Eieieiei. Vor allem habe ich 10% Damage Reduction auf dem ganzen Quatsch. Oh, die Dinger kann man wohl durchschießen. Durch Bäume kann man durchschießen. Merken wir uns das. Au. Diese blöden Bubbles, ne? Und du mit deinem. Kannst du mal aufhören? Oh Gott, wieder so eine Bubble. Kannst du mal aufhören mit dem scheiß Bubbles? Das sind zwei, deswegen. Komm mal, so ein Haufen.
Oh Gott, es sind drei davon. Ach. Die gibt's halt tonnenweise. Das ist echt schrecklich. Und da haben wir einfach sein Schild ignoriert. Das ist so nett. Oh. Das wird hart. Glaube ich. Könnte. Oh Gott. Kannst du mal nicht so viel ausweichen, bitte? Oh Gott. Aua, aua, aua. Oh Gott. Nee, wir verlieren 100. Die Monks sind irgendwie ziemlich heftig. The best way to warn the Monk is to aim at the weakness of its head and limit it as soon as it possible when it gets getting close. Der drückt richtig rein. Ich glaube, vor allem wenn es so viele sind. Ich würde das hier beenden. Den Run. Ich hätte es nochmal versuchen können jetzt, aber wir haben zwei Bosse geschafft. Das ist schon ziemlich ordentlich. Und haben 170 Essenzen bekommen. Das heißt, wir können jetzt hier, das ist so die generelle Progressionslevel. Das erste, was man macht, ist hier die Fähigkeit zu kriegen, die Cracks in der Wand aufzuschießen. Und wir können hier jetzt unsere Fähigkeiten halt verbessern oder unsere Startbedingungen verbessern. Und das ist hier für den Helden spezifisch, deswegen würde ich das und das gerne machen, weil ich sonst selten so viele habe. Und der hat jetzt mehr 50 HP mehr insgesamt und direkt flat 200 Explosive Damage mehr auf der Granate. Ja. Und jetzt würde man einen neuen Run starten. Jetzt kriegen wir noch eine Auswertung, was wir alles freigeschaltet haben. Falls euch das Spaß gemacht habt, sagt es in den Comments, gebt mir ein Like und subscribe, falls ihr noch nicht subscribed habt. Dankeschön und bis bald. Macht's gut.